So, ich habe jetzt durchgehend 8 Stunden geangelt. Es ist wirklich harte, harte Arbeit, um hier was ans Band zu bekommen. Wer das schon mal gemacht hat vom Ufer aus, der weiß, was für eine Anstrengung das ist. Bleibt dran und seht, ob ich es am Ende noch schaffe. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal und herzlich willkommen auf den Kanarischen Inseln. Ja, ich habe es wieder getan. Ich bin dem Lockdown aus Deutschland entflohen und bin hier auf die Inseln des ewigen Frühlings gekommen. Denn selbst Friedrich Nietzsche sagte, wer zu tief in den Abgrund blickt, blickt der Abgrund irgendwann auf ihn zurück. Und der einzige Abgrund, an dem ich gerade stehen möchte, ist der da. Und wie es läuft beim Angeln, seht ihr jetzt. Erster Fisch from the Rocks ist gefangen. Das war ein kleiner AJ. Muss sagen, ich war echt fast schon verstört, was der für einen Widerstand gemacht hat. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Großes. Dass er quer gehakt ist, war mir schon relativ schnell ganz klar, weil er einfach sehr, sehr straight gezogen ist. Aber sehr happy. Erster kleiner AJ. Das heißt, ich bin auch entschneidert vom Ufer. Die Jungs von drüben, das fand ich ganz lustig, die haben mir applaudiert, weil die hätten nicht gedacht, dass ich von dieser Felskante auch nur im Ansatz schaffe, einen Fisch rauszuholen. Wenn ihr meine Videos kennt, ihr wisst, genau an dieser Stelle habe ich schon mal einen Bonito verloren. Das war ziemlich mies. Und ja. Nein! Ja, ohne Gaff rausgehoben, ich bin happy und jetzt kann der Mari kommen halt noch. Und? Bitte? Und nicht. Nein, nein, nein. Das ist sowas von Fisch. Naja, war ja auch mal an der Zeit. Ja, so wie der Duck, 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 Duck. Könnte schon einer von meinen Freunden sein. Da kommt der. Ja, Gaff wäre auf jeden Fall gut. Ja, ein kleiner Bonito. Kleiner Fian. Einzeln Gaff dafür? Ja, gut, ich kann da auch reinheben. Entschuldigung. Oh. Yes. Meine Fänge präsentieren. Ein schöner Fisch. Das
Fuck it. Alter, wie geil ist das denn? Wie geil, Alter. Ja, ich habe gerade meinen ersten Mahi vom Fels gefangen. Bisher habe ich, wenn dann, vom Boot auf Mahis geangelt. Und ich bin so happy, wirklich. Ich hatte es gar nicht so sehr auf Mahis aus, sondern bin eigentlich an die Stelle hierher gekommen, Bonitos zu angeln. Und dann habe ich aber gesehen, wie die Mahis so überall an der Oberfläche platschen und habe halt dann mein Chick da auch mit reingeworfen. Und das allererste Mal ist er gekommen, hat ihn gefolgt, bis fast vors Ufer, abgedreht. Dann habe ich halt nochmal nachgesetzt, nächster Wurf, dann auch wieder bestimmt 20 Meter gefolgt erstmal, immer schnapp, schnapp, schnapp daneben und irgendwann mal habe ich so den Chick gestoppt und in dem Moment ist er batz drauf, angehauen und dann fing eigentlich ein ziemlicher Nervenkrimi an, also ein richtiger Nervenkrieg, weil natürlich ist der Fisch voll in die Steine rein, Schnur, geflochtene Schnur an den Steinen, hat sich verkeilt, ich hatte dann irgendwann mal keinen Kontakt mehr, habe den Bügel aufgemacht, Schnur nachgelassen, der Fisch war irgendwo ein Drama. Das war wirklich ein Drama und der Drilling, mit dem ich den gefangen habe, also wirklich im Leben würde ich halt damit niemals auf Hecht angeln. Also 230.000 Mal gegen die Felsen geknallt, dreimal mit der Zange nachgebogen und dennoch hat er geholfen oder gehalten und ich bin halt einfach nur noch happy. Halt, ne? Wahnsinn, Hammer, geile Angelei. Nein. Schlägt auch überhaupt nicht aus mit dem Kopf oder so. Sieht aus wie ein irgendwas. Bonito. Bonito. Jetzt ist er aufgewacht. Jetzt ist er unterm Boot. Oh ja, er zieht. Alter! Hier mal so ein Gaff oder was? Gaff auf jeden Fall, den müssen wir gaffen. Echt? Ja. Nicht so raus. Oder einfach so mit dem Ding jetzt. Oh. Komm mal her, Ja. So, heute ist mein letzter Tag zu Land und zu See. Ich werde heute hoffentlich beides machen. Heute Morgen bzw. bis heute Mittag bin ich hier am Mahi-Spot und danach treffe ich mich mit Thomas und mache die letzte Ausfahrt. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es tatsächlich, den Wahoo vom letzten Mal noch zu fangen. Insgesamt haben wir ihn ja dieses Mal bereits schon viermal gefilmt und sind halt eigentlich schier am Verzweifeln, haben auch schon alle Kameras aus der Schnur rausgemacht halt und wollen einfach nur gucken, ob wir den noch zum Ambiss überreden können. Sind Highspeed über die Stelle getrollt, haben so ziemlich alles probiert, was möglich ist. Meiner Ansicht nach, also mir sind die Ideen ausgegangen und er hat immer noch nicht gebissen. Aber egal, jetzt erstmal Mahi und schauen wir mal, ob es klappt.
Geil. Ich gerade am Hänger lösen und probierte eigentlich schon gerade den Knoten abzureißen bzw. den Köder abzureißen, weil der so bombenfest hing. Dort die Spule festgehalten, rückwärts gelaufen und auf einmal löst sich der Köder, also der Jig aus den Steinen. Ich kurbel ihn zurück, so schnell ich kann. In dem Moment, bam! Fuck! Oh Mann, hey, ich könnte so kotzen, wirklich. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Halt Schnurabriss, Köder im Maul vom Fisch. Es ist wirklich nicht cool. Also, ich pack das überhaupt nicht, sowas. Und die Viecher, die sind halt einfach so clever, ja? Weil sobald die gehakt sind, wenn du sie so nah am Ufer hakst, dann probieren die einfach parallel am Ufer entlang zu schwimmen, wie wenn die wissen, was sie machen. Fürchterlich. Fürchterlich. Ja, weiter geht's. So, für mich war es jetzt hier an den Felsen. Ich packe jetzt meine Sachen und gehe aufs Boot und hoffe, dass da noch irgendwas Spektakuläres passiert. Und was auf jeden Fall super interessant war, war, wenn ihr jetzt mal da drauf guckt, hier an der Stelle, da endet das Weißwasser. Ich habe meistens da rausgeworfen und beim Einkurbeln ist quasi nie was passiert. Erst hier im vorderen Bereich beim Abjiggen, bei so einer Art Slow-Jigging hier im vorderen Bereich, da kriegt man die Bisse. Also draußen so gut wie nie, aber im vorderen Bereich hier beim Chuck, 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 Jiggen, da bam, da knallt es drauf. Und da geht halt einfach der Bluefish drauf und der Bonito, der ist da auch mit dabei, auch ganz speziell, also wirklich Bisse unmittelbar direkt vor den Füßen und das macht es dann auch so verdammt schwierig, weil die halt einfach parallel zum Ufer flüchten, das ist halt deren ihr Ding und bing, ihr wisst es, ich will euch nicht damit langweilen. Ja, cool. Was ist er denn, was ist er denn? Okay, vielleicht doch mal in die Richtung einschlagen. Oh. Irgendwas Fettes ist auf jeden Fall. Ich würde sagen, wie der gesprungen ist, war es ein Wahoo. Da wir beide nicht wissen, wie ein Wahoo aussieht, möglich. Oh, jetzt kommt er an die Oberfläche. Ja, das ist ein Wahoo, mein Freund. Wir brauchen das Scarf auf jeden Fall. Ich kann es nicht fassen, dass diese Kamera hier gerade versagt. Auf meiner Brust. Und die ist an? Die läuft. Soll ich so drehen? Nein. Scheiße, ey. Scheiße! Wir haben es geschafft! Ja.
Schön von der Seite nochmal. Geil. Oh Gott, am allerletzten Tag hat's geklappt mit diesem Monsterviech. Ich glaube, ich verrecke. Ey Thomas, das ist quasi so die Krönung unserer Reise. Also, Ostern und Weihnachten zusammen. Ey, Wahnsinn. Schau dir das Viech an. Ja, schönes Tier. Sieht man den ganz? Ja. So, Thomas, was ich jetzt sage, ist eigentlich kein Scheiß, oder? Das ist die letzte Ausfahrt am allerletzten Tag. So ist es. Und der Wahoo war versprochen. Der Wahoo war versprochen und ey. So Mann hat mich geküsst. Du hast mal hochgefangen, das ist doch viel besser. Du hast ihn gefangen. Es ist Teamwork, sowas fängt man immer zu zweit. Genau. Leute, wir sind so happy, es ist halt einfach, so fühlen sich Sieger an. Genau.